Herr Vorsitzender, Herr Bürgermeister, meine sehr geehrten Damen und Herren. Meine Fraktion ist heute in einer schwierigen Lage bei dieser Erklärung und das liegt vor allen Dingen an mir. Das liegt an mir wegen meiner Doppelrolle, die mich unterscheidet von Ihnen allen. Denn in diesem Prozess spiele ich eine andere Rolle als Sie. Ich würde sagen, in manchen Fällen leider, in anderen Fällen Gott sei Dank. Und wir haben uns, das wissen Sie, so haben wir in den vergangenen Malen auch in der Stadtforumversammlung diskutiert, immer ein Stück weit für einen anderen Weg entschieden als die Mehrheit dieser Stadtforumversammlung. Nicht, weil wir die Kritik nicht teilen, sondern weil wir in der Ausgestaltung des Prozesses andere Prioritäten gesetzt haben. Ich will darauf nochmal eingehen. Wir sind uns einig, und auch ich schließe mich dem Dank an, insbesondere an Herrn Wagenknecht, für dieses Papier. Wir sind uns einig darin, dass eine Reform wie diese nur dann Sinn macht, wenn Frankfurt-Oder gestärkt daraus hervorgeht, nicht nur für uns selbst, sondern weil eine geschwächte Stadt wie Frankfurt für das Land insgesamt und auch für das Umland fatal wäre und schädlich wäre. Wir sind uns hoffentlich auch einig, dass das nicht originär nur an der Frage von Titeln hängt, sondern vor allen Dingen an der Frage von Aufgabenwahrnehmung und der finanziellen Ausgestaltung von dieser Aufgabenwahrnehmung. Und wir sind uns einig, das war aus den Redebeiträgen ja auch zu hören, dass die Reform, wie sie jetzt da liegt, nicht nachweist, dass es mit ihr besser wird, als es jetzt ist. Und solange das der Fall ist, kann es auch keine Zustimmung zu dieser Reform geben und das erkläre ich auch für unsere Fraktion als eine der Prämissen. Nun ist die Frage, wo stehen wir jetzt in diesem Prozess? Wir sind quasi fast am Ende. Es sind jetzt die Anhörungen, die letzten Anhörungen im Landtag und danach wird der Gesetzentwurf mit den Erkenntnissen aus der Anhörung nochmal überarbeitet und in dieser Form dann zur Abstimmung gestellt. Und die Frage, was jetzt noch hineinkommt in den Gesetzentwurf, was geändert wird, ist in Teilen zumindest momentan noch offen. Und nun stellt sich daraus abgeleitet die Frage, welche Rolle nehmen wir in diesem Prozess ein? Und Sie sind der Auffassung, das haben Sie heute deutlich gemacht, dass diese Reform vom Grunde her abzulehnen ist. Wir haben immer gesagt, ja, wir kritisieren sie, wie sie jetzt ist auch und tragen sie auch in dieser Weise nicht mit, aber wir sind doch der Auffassung, dass es für den Fall, dass sie trotzdem kommt und dass sich die Gegner der Reform nicht durchsetzen, dass wir alles daran setzen müssen, dass sie bestmöglich für Frankfurt-Oder und den Rest des Landes ausgeht. Und deswegen will ich auch darauf eingehen, was sich denn geändert hat seit dem ersten Entwurf, seit dem ersten Leitbild zum heutigen Tag, weil immer so getan wird, als wenn da nun gar nichts passiert ist. Und ich zitiere auch gerne, weil dann auch Stellungnahmen eingegangen sind, aus einer Stellungnahme eines Landkreises. Dort wird zum Beispiel ausgeführt, anerkannt wird durch den Landkreis, dass die Hinweise, Forderungen und Kritiken aus der Stellungnahme zum Referentenentwurf jedenfalls zum Teil im nun vorliegenden Gesetzentwurf berücksichtigt wurden. Zu einer solchen Aussage können wir uns nicht hinreißen lassen. Ich glaube auch, dass es nochmal einen Unterschied gibt zwischen den Bedürfnissen der Landkreise, um die die berücksichtigt wurden, und den Bedürfnissen der kreisfreien Städte, wie die berücksichtigt wurden. Aber es gibt eben doch Veränderungen und ein paar Sachen sind auch ein Stückchen dann unredlich. Da will ich auch noch drauf eingehen, insbesondere die Frage der Funktionalreform. Weil ich weiß eben auch genau, wie ich mit Kolleginnen und Kollegen der CDU, mit Kolleginnen und Kollegen der Grünen und übrigens nicht mit, aber parallel Kolleginnen und Kollegen der AfD dafür gekämpft habe im Landtag, dass dieser Katalog zur Funktionalreform 1, dass der deutlich abgeschmolzen wird, weil wir eben in Anhörungen festgestellt haben, dass da viel Unsinn passieren würde. Übrigens auch viel Unsinn für Frankfurt-Oder. Nehmen wir mal die Kommunalisierung des LASVs. Das würde für Frankfurt-Oder Arbeitsplätze in Größenordnung in Frage stellen. Diese Kommunalisierung ist nun herausgelöst, wie einige andere Dinge auch. Es gab zum Beispiel Verwaltungsaufgaben, die kommunalisiert werden sollten. Die hatten auf Landesebene derzeit 2,5 Stellenbesetzungen. Wenn die kommunalisiert werden, müsste quasi jeder Kreis 2,5 Stellen aufbauen, während wir bei der Reform davon reden, dass wir effizienter arbeiten wollen und Verwaltung reduzieren wollen. Und so gab es eine Reihe von Dingen, wo wir interfraktionell gekämpft haben, um diesen Katalog zu reduzieren und vernünftiger zu machen, wo es auch deutliche Veränderungen gab. Heute stellen sich dann unter anderem diese Fraktion, mit denen wir da gekämpft haben, hin und sagen, ja, diese Funktionalreform ist ja gar keine Funktionalreform mehr, so geht das doch nicht. Das finde ich dann ein Stückchen auch unredlich in diesem Prozess. Ich will aber nun darauf eingehen, was hat sich denn verändert? Was im Leitbildentwurf damals, im Referentenentwurf nicht drin stand, war das, was jetzt kommt, eine 5 Millionen Transformationspauschale. Kommunen wie Frankfurt-Oder und andere, die fusionieren müssen, bekommen 5 Millionen für die
ganzen Umstellungsprozesse, die es da gibt. Das war ursprünglich nicht vorgesehen. Ursprünglich nicht vorgesehen war, dass es jetzt einen Investitionsfonds von 50 Millionen gibt, von dem auch Frankfurt-Oder partizipieren wird. Vorgesehen ursprünglich war nicht, dass die Hauptansatzstaffel bei 150% belassen wird. Derzeit ist es so, dass die kreisfreie Stadt Frankfurt-Oder im Unterschied zu kreisangehörigen Städten anders finanziert wird. Wir bekommen mehr Geld, 150%, Fürstenwalde, Erkner, Seelow bekommen 130. Mit dem jetzigen Entwurf ist festgeschrieben, dass es bei 150% bleibt, auch wenn wir eingekreist werden. Das macht in Summe 9,3 Millionen mehr aus, als wir hätten, wenn das anders geregelt worden wäre. Die Absicherung von Kultureinrichtungen, die ja in Teilen schon begonnen hat mit der Museumsfusion, macht insgesamt ungefähr 2 Millionen aus. Die Schwedliste, der Oberbürgermeister hat sie angesprochen, die Schwedliste wurde noch in der letzten Woche von den Landkreisen nochmal heftig attackiert, die gesagt haben, wir tragen das nicht mit. Diese Schwedliste ist eine Privilegierung sozusagen von kreisfreien Städten. Die sagt aus, dass mehr Aufgaben bei uns verbleiben, als verbleiben müssten bei einer anderen eingekreisten Stadt. Und diese Privilegierung wurde nochmal angegriffen. Wir haben diesen Angriff abgewehrt, wohl wissend, dass die Unzufriedenheit bei den Landkreisen da steigt. Und im Übrigen, an der Stelle würde ich mal einhaken und sagen, die Kritik an dem Gesetzentwurf ist auch im höchsten Maße heterogen. Es ist nicht so, dass alle die gleichen Kritikpunkte haben. Im Gegenteil, bei der letzten Anhörung war es so, da saß der Landkreistag neben dem Städte- und Gemeindebund und der Landkreistag hat ausgeführt, wir kritisieren diese Reform unter anderem deshalb, weil die kreisfreien Städte schon immer privilegiert wurden und jetzt mit diesem Gesetz noch weiter privilegiert werden. Das lehnen wir ab. Daneben saß der Städte- und Gemeindebund, hat danach ausgeführt, wir lehnen diese Reform ab, weil die kreisfreien Städte schon immer unterprivilegiert waren und jetzt weiterhin unterprivilegiert sein werden nach dieser Reform. So unterschiedlich laufen dann auch die Diskussionen, also dieses Bild, was zum Teil erzeugt wird, von wegen, hier sind alle gegen diese Reform aus den gleichen Gründen, das stimmt nicht. Es ist ein harter Interessenkampf, der da stattfindet, wo es am Ende Sieger und Verlierer geben wird und wir darum kämpfen müssen, nicht zu den Verlierern zu gehören, für den Fall, dass diese Reform kommt. Ein weiterer Punkt, der sich verändert hat, die Namensgebung. Scheint wie Pillepalle, aber ich glaube, für die Identität von so einem zukünftigen Kreis ist das schon ein Faktor. Ursprünglich sollte festgelegt werden, dass der Name dann auch im Gesetzgebungsverfahren festgelegt wird. Seit letzten Dienstag ist mit einem Änderungsantrag der Koalitionsfraktionen festgehalten, dass die Namensgebung dann dem Prozess des Fusionsgremiums obliegt und man in der Abwägung zwischen Stadtverordnetenversammlung und Kreistag sich selbst einen neuen Namen für den Kreis geben kann. Ein kleiner Punkt, aber ein Punkt, wie ich meine. Bei der Teilentschuldung ist es so, wir haben kritisiert, es wäre total freundlich, wenn Sie mir erstmal zuhören, Sie können sich ja dann immer noch zu Wort melden. Bei der Teilentschuldung haben wir unter anderem kritisiert, dass die kommunale Familie damals im ersten Entwurf herangezogen werden sollte an die Finanzierung der Teilentschuldung. Damals waren es 50% Teilentschuldung, jetzt sind es 40% Teilentschuldung. Was aber geändert wurde, ist, dass die kommunale Familie aus der Finanzierung komplett herausgenommen wurde. Für Frankfurt-Oder macht das jetzt in Summe 50,3 Millionen aus, wenn die Teilentschuldung kommen würde im Zuge der Reform. Und wir haben Stand letzten Dienstag dazu noch ein Demokratiepaket durchgesetzt, das sorgt dafür, dass Bürgerbegehren, Bürgerbefragungen, Bürgerinitiativen es zukünftig leichter haben werden, Unterschriften zu sammeln und gestartet zu werden. Auch das ist ein Punkt, weil auch im Zuge der Reform die Frage von Bürgerbeteiligung, direkter Demokratie, Menschen mitnehmen, immer wieder diskutiert wurde. Ich will noch weitere Punkte nennen. Ich will nennen den Punkt Katastrophenschutz und Rettungsdienst. Im Änderungsantrag für die Anhörung jetzt in Vorbereitung der Koalitionsfraktion ist jetzt festgeschrieben, dass der Rettungsdienst und Katastrophenschutz in den Kommunen verbleiben kann. Konkret geregelt ist, Frankfurt-Oder, Cottbus und Brandenburg-Havel sollen weiterhin komplett die Trägerschaft behalten. Es wird an der Stelle keine Fusion mit LOS geben. Eine ganz wichtige Forderung, Herr Jens-Marcel Ulrich, der jetzt gerade dort hinten ist, und ich haben unter anderem dafür auch gemeinsam gekämpft. Bei der Schulträgerschaft und dem ÖPNV wird uns das Recht eingeräumt, so wie wir es denn wollen, und ja, da gibt es finanzielle Fragen, die offen sind, so wie wir es denn wollen, die Trägerschaft darüber zu behalten. Auch das war ursprünglich im Entwurf nicht vorgesehen. Und das sage ich Ihnen jetzt alles, meine sehr geehrten Damen und Herren, aus zwei Gründen. Erstens, weil die Behauptung nicht stimmt, dass sich nichts verändert hat, vom Ursprungsentwurf zu jetzt. Und zweitens, weil ich deutlich machen will, dass all das nicht passiert ist, weil wir hier in der Stadtverordnetenversammlung fleißig bei einem Respekt unsere Hand bei Nein gehoben haben, sondern weil wir uns aufgemacht haben und von Anfang an gesagt haben, wir wollen versuchen, das Beste aus dieser Reform herauszuholen. Und wöchentlich, jede einzelne Woche im Landtag, habe ich und haben meine Kollegen, zum Teil
Kollegen aus kreisfreien Städten dafür geworben, diese Veränderung durchzusetzen, und wir haben sie durchgesetzt. Das reicht noch nicht aus, um es zu einer guten Reform zu machen, aber es macht für den Fall, dass die Reform kommt, einen großen und erheblichen Unterschied. Und deswegen sage ich Ihnen heute auch wenn mein Abstimmungsverhalten im Landtag häufig kritisiert wird, damit kann ich leben, aber ich kann mir in den Spiegel schauen, weil ich weiß, dass ich es genauso auch wieder tun würde, weil meine Aufgabe ist es nicht, Symbolpolitik zu machen, mich dahin zu setzen, mein Pfötchen bei Nein zu heben und dann zu sagen, dann hoffen wir mal, dass es nicht kommt, sondern ich glaube, meine Aufgabe war es, dafür zu sorgen, dass, wenn die Reform kommt, für Frankfurt oder so viel wie möglich Schaden verhindert wird und wir das Bestmögliche rausholen, und ich glaube, da ist in Teilen etwas gelungen. Und das bringt uns, meine sehr geehrten Damen und Herren, an den Punkt, wo wir heute sagen, wir können diesem Papier, wir teilen viel von der Kritik in diesem Papier, und trotzdem ist jetzt noch nicht der Punkt für eine abschließende Entscheidung. Denn die abschließende Entscheidung ist dann zu treffen, wenn der Gesetzentwurf nach den letzten Anhörungen vorliegt. Und wir werden als Linke weiterhin kritisch zu diesem Gesetz stehen. Wir werden weiterhin die Reform so lange kritisieren, bis nicht nachgewiesen ist, dass sie für Frankfurt oder Verbesserungen bringt. Aber wir werden auch bis zur allerletzten Minute um jede einzelne Verbesserung kämpfen, für den Fall, dass die Reform kommt. Vielen Dank.